Wenn also China jetzt eine CO2-Orientierung der Autopolitik macht, dann heißt es, entsprechende alternative Kraftstoffe, unter anderem E-Fuels in Verbrennungsmotoren, nach diesen Berichten mit null CO2 berücksichtigt werden. China steigt aus der Elektromobilität aus. Das sehe ich doch etwas anders. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte mich heute mal mit den Aussagen des verkehrspolitischen Sprechers der AfD-Fraktion Dirk Spaniel und Mitglied des Bundestages auseinandersetzen. Verlieren wir gar nicht so viel Zeit, schauen wir uns einfach sein Video an. Das ist übrigens unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, für die, die es sich in Gänze nochmal so angucken wollen. Als Abgeordneter hat man die Möglichkeit, in wissenschaftlichen Fragen den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages zu bestimmten Punkten, um eine objektive Bewertung der Situation zu bitten. Das haben wir gemacht. Ich möchte daraus jetzt zitieren. Und zwar haben wir gefragt, wie ist eigentlich die Situation mit synthetischen Kraftstoffen und der Anrechenbarkeit von synthetischen Kraftstoffen auf den Verbrauch von Fahrzeugen in Europa und in anderen Ländern geregelt. Gut, in Europa wissen wir es. Da haben wir eine Regelung, die eben dafür sorgt, dass synthetische Kraftstoffe aktuell keine Rolle spielen und deshalb natürlich auch Elektrofahrzeuge stark überproportional bevorteilt werden. Naja, das ist nicht ganz richtig und nicht ganz falsch. Richtig ist, dass in Europa synthetische Kraftstoffe keine wirkliche Rolle spielen. Falsch ist allerdings, dass Elektromobile überproportional bevorteilt werden. Denn die aktuelle Regelung sieht einen Schadstoffausstoß beim Betrieb der Fahrzeuge vor. Das bedeutet, es wird angegeben oder es wird berücksichtigt, welche Schadstoffe kommen hinten aus dem Fahrzeug beim direkten Betrieb heraus. Und die sind bei einem Elektrofahrzeug nun mal null. Jetzt könnte man entgegenhalten, könnte sagen, ja, aber bei einem Elektrofahrzeug fällt ja wesentlich mehr CO2 an bei der Produktion der Batterien oder bei der Stromproduktion. Und das ist richtig, das ist vollkommen korrekt. Aber dann müsste man auch den CO2-Anteil berücksichtigen, der sowohl bei der Produktion eines Verbrennungsfahrzeugs entsteht, als auch der entsteht, um diese Kraftstoffe halt eben zu produzieren, um diese Kraftstoffe herzustellen. Und dazu habe ich euch unten mal eine Studie der Universität Eindhoven verlinkt. Die ist gerade top aktuell rausgekommen. Die macht das alles. Da könnt ihr euch gerne mal schauen, wie es aussieht, wenn man alles miteinander betrachtet. Aber schauen wir weiter. Das steht in diesem Dokument auch drin. Das ist etwas, was seitens der EU 2021, also jetzt dieses Jahr, überprüft werden soll. Und ja, ich möchte das als Erfolg werten, weil tatsächlich hat unsere immer wiederkehrende Position, dass synthetische Kraftstoffe ein zentrales Element spielen, hat offensichtlich Berücksichtigung gefunden. Und das findet jetzt statt. Ursprünglich geplant war nämlich die Neubewertung für 2023. Also kleiner politischer Erfolg für uns. 2021 ist ein deutliches Vorziehen dieser Neuregelung. Gut, das kann man jetzt als politischen Erfolg für seine immer wiederkehrende Position werten. Inwiefern es jetzt damit zusammenhängt, dass da gewisse Kräfte immer wieder drauf eingegangen sind oder ob es eher damit zusammenhängt, dass die EU gerade allgemein ihre Klimaziele überdenkt und auch allgemein ihre Richtlinien verschärft und alle Sachen vorzieht, lässt sich jetzt so nicht genau sagen, aber man soll Erfolge feiern und diese seien ihnen wegen mir auch zugesprochen. Aber viel spannender ist es, wie ist eigentlich die Position in anderen Ländern? Und da gehe ich jetzt mal auf die entsprechenden Ausschnitte dieses Dokuments. In den USA findet zum Beispiel Stand heute keine dezidierte Regelung zu synthetischen Kraftstoffen statt. Dort setzt man eher auf andere Kraftstoffe wie Methan oder auch andere Biokraftstoffe. Aber reden wir mal kurz von China. China ist der größte Automobilmarkt überhaupt. Und der ein oder andere mag sich erinnern, dass gerade jüngst
die Daimler AG in einem spektakulären Statement bekannt gegeben hat, dass die Verbrennungsmotoren zukünftig in China hergestellt werden. Das ist soweit richtig. Ja, in den USA sind bisher keine Bestrebungen bezüglich synthetischer Kraftstoffe zu vernehmen. Auch die Elektromobilität spielt da noch eher eine untergeordnete Rolle, auch wenn der derzeit größte Automobilhersteller von reinen batterieelektrischen Fahrzeugen aus den USA kommt. Ja, die Daimler AG hat jüngst bekannt gegeben, Verbrennungsmotoren künftig in China produzieren zu lassen. Und sie erhofft sich davon einen dreistelligen Millionenbetrag einzusparen, allein an Lohnkosten, an Produktionskosten. Und diese Entscheidung kommt eigentlich nicht ganz, überraschend, denn inzwischen ist ein großer Anteilseigner an der Daimler AG der Geely-Konzern. Und Geely ist ein großer Produzent aus China. Und natürlich wird man da eine entsprechende Kooperation geschlossen haben, um zukünftig diese Fahrzeuge oder diese Motoren in China zu produzieren. Angesetzt ist hierfür ein Zeitraum von 2021 bis 2024. Aha. Und jetzt zitiere ich mal aus diesem Dokument. Ab 2025 solle in China Beobachtern zufolge nicht mehr der Kraftstoffverbrauch für den Flottenverbrauch der Hersteller maßgeblich sein, sondern das, was für ihren Betrieb tatsächlich an CO2-Emissionen aufgewendet wird. Dann würden auch Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride mit ihrem Stromkonsum umgerechnet in CO2 belegt werden. Methanol-, Wasserstoff- und E-Fuel-Fahrzeuge würden nach Medienberichten hingegen mit null veranschlagt. Tja, wo soll man da anfangen? Jetzt habe ich als Nicht-Bundestagsmitglied natürlich nur eingeschränkt Zugriff auf den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Jedoch werden einige Auskünfte, Studien und Ausarbeitungen auch öffentlich gemacht. Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe da mal so das letzte halbe Jahr durchforstet, was da so veröffentlicht wurde. Und im letzten halben Jahr konnte ich eine solche Aussage vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages nicht finden. Dann bin ich auf einen sehr interessanten kleinen Aspekt gestoßen und wir spulen mal zurück und hören mal ganz genau hin. Und E-Fuel-Fahrzeuge würden nach Medienberichten hingegen mit null veranschlagt. Nach Medienberichten. Das heißt, man darf es immer nicht verwechseln. Herr Spaniel bezieht sich hier auf eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, der allerdings sich in dieser Antwort auf Medienberichte bezieht. Und ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und habe gedacht, okay, wo könnte man diese Medienberichte finden? Und ich habe durch die Bank weg diesen Medienbericht gefunden, ja, mit exaktem Wortlaut. Das bedeutet, es könnte man gucken, okay, von wann stammt der? Das sind alles Medienberichte aus Ende 2018 oder mit dem exakten Wortlaut Ende 2019. Und alle beziehen sich auf eine Aussage von JSC Automotive. JSC Automotive könnte man jetzt denken, okay, wer ist das? Das ist ein Branchenbeobachter sozusagen für die Automobilindustrie, der ganz speziell den chinesischen Markt beobachtet, dessen Entwicklung. Und jetzt denkt man, okay, das ist eine Firma, die fachlich versiert ist, die sich in dem chinesischen Automobilmarkt auskennt. Das mag durchaus sein. Stutzig machte mich nur, dass in sämtlichen Medienberichten und auch hier wieder links und unten in der Videobeschreibung exakt dieser Wortlaut dieser JSC Automotive Firma zitiert wurde. Ich fand zu diesem Thema keinen anderen Medienbericht, der sich auf irgendeinen anderen Beobachter, Politiker, branchennahen Personen oder ähnliches bezieht. Es bezog sich alles immer nur auf diese eine Aussage des, und da muss ich kurz nachgucken, des Jochen Siebert von JSC Automotive.
In einem anderen Bericht konnte ich dann finden, dass Jochen Siebert von JSC Automotive in Shanghai zeigt sich überzeugt, dass der Kurswechsel nicht überraschend kommt. Schon vor über einem Jahr warnte der China-Experte, dass der Schritt zur E-Mobilität keineswegs in Stein gemeißelt sei. Man wird schon bald einen Rückzieher machen müssen, vor allem weil der Ausbau der Ladestationen nicht funktioniert. Dem Ministerium für ökologische Umwelt geht es tatsächlich darum, die Umwelt zu verbessern. Und es kann durchaus zu dem Schluss kommen, dass Elektroautos gar nichts bringen. Jochen Siebert von JSC Automotive in Shanghai. So wurde er zitiert in Elektroauto News am 6. Juni 2019. Und er wurde dort zitiert als ein Jahr zuvor. Das heißt also im Sommer 2018 scheint der gute Mann grundlegend keine positiven Gefühle gegenüber der E-Mobilität zu hegen. Dann stellt sich die Frage, wie objektiv ist dieser Beobachter? Aber schauen wir einfach, wir wollten ja eigentlich auf das Video von Dirk Spaniel hinaus, schauen wir einfach weiter. Da steht drin, dass ab 2025 Elektrofahrzeuge mit einem CO2-Anteil berücksichtigt werden, weil eins ist völlig klar, ein Großteil des Stroms in China kommt aus Kohlekraftwerken. Und gleichzeitig würden entsprechende alternative Kraftstoffe, unter anderem E-Fuels in Verbrennungsmotoren, nach diesen Berichten mit null CO2 berücksichtigt werden. Naja, da muss ich jetzt direkt nochmal einhaken. Das steht da schon so drin, ja. Aber wie gerade gesagt, es bezieht sich eben auf einen Medienbericht über einen Branchenbeobachter, über einen einzigen Branchenbeobachter, der dazu bisher keine Zahlen veröffentlicht. Er veröffentlicht nicht, wie er dazu kommt. Und was führt mich zu dieser Annahme? Zu dieser Annahme habe ich mich ja, wie gesagt, auch zum Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages begeben und habe mir mal so die veröffentlichten Zahlen angeguckt. Und dabei bin ich auf etwas sehr Interessantes gestoßen, und zwar von 25. November 2020. Dort veröffentlichte der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages den 14. Fünfjahresplan der Volksrepublik China. Für die, die es nicht wissen, die Volksrepublik China ist ja ein planwirtschaftlicher Staat. Das heißt also, die haben einen Fünfjahresplan, und da steht drinne: Chinas Ministerpräsident sieht für den Entwicklungsplan der Jahre 2021 bis 2025 die Notwendigkeit, die Infrastruktur voranzutreiben und so weiter und so fort. Da steht ganz viel drinne, dass China gerne Marktführer werden möchte. Welches Land möchte das natürlich nicht? Dass China einen breiten Fächer aufbaut an Industrien und Entwicklungen, an denen sie beteiligt sind. Und da steht auch drinne, ein Eckpfeiler der neuen Industriepolitik sei die Entwicklung aufstrebender Wirtschaftszweige, wie zum Beispiel die Herstellung von High-End-Ausrüstung für die Fertigungsindustrie, aber auch die Elektrifizierung der Autoindustrie. Und daraus wird dann langsam klar, dass natürlich ein Fokus auf der Elektromobilität liegt, aber China natürlich einen breiten Fächer an Industrien unterstützt. Der Individualverkehr wird in China wie auch in anderen Ländern ganz klar pro E-Mobilität geführt. Allerdings werden in China auch Low-Consumption-Vehicles inzwischen berücksichtigt. Das hat zuletzt zur Folge gehabt, dass Medien berichtet haben, in China würden jetzt auch Verbrenner gefördert werden. Das ist nicht so. Denn tatsächlich ist es so, dass China eine Elektroautoquote auf den Weg gebracht hat und gesagt hat, die Hersteller müssen so und so viel Prozent an Elektroautos herstellen, jedes Jahr. Diese Elektroautoquote wurde nun ein wenig aufgeweicht mit Low-Consumption-Vehicles. Das heißt also Fahrzeuge, die unter ein gewisses Gewicht fallen und dafür eine gewisse Anzahl an Plätzen und Laderaum bieten und dann halt eben einen geringen Verbrauch haben. Und diese werden derzeit mit 0,5 Elektrofahrzeugen verglichen.
Zu erwähnen wäre hier aber, dass in den nächsten Jahren dieser Wert auf 0,3, 0,2 abgeschmolzen wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, für 18.000 Low-Consumption Vehicles braucht ein Hersteller beispielsweise irgendwann nur 3.000 Elektrofahrzeuge herstellen. Und dieser Plan steht nach wie vor fest. Das Einzige, worauf Sie sich beziehen, ist immer wieder diese Aussage von JSC Automotive, die eben diese Schlussfolgerung gezogen haben. Aber schauen wir uns den Satz nochmal ganz genau an. Und zwar, ab 2025 soll nicht mehr der Kraftstoffverbrauch für den Flottenverbrauch der Hersteller maßgeblich sein, sondern das, was für ihren Betrieb tatsächlich an CO2-Emissionen aufgewendet wird. In diesem Satz, alles Weitere ist ja eine Schlussfolgerung, in diesem Satz steht eigentlich direkt drin, dass auch dann E-Fuels und Wasserstoff nach derzeitigem Stand der Technik immer noch schlechter dastehen würden als Elektrofahrzeuge. Warum würden sie das? Aus einem ganz einfachen Grund. In der Wasserstoffthematik und in der E-Fuel-Thematik wird immer davon ausgegangen, dass der Strom für Wasserstoff und für E-Fuels aus erneuerbaren Quellen kommt. Gleichzeitig wird aber kritisiert, dass der Strom für Elektrofahrzeuge aus Kohlekraftwerken stammt. Das bedeutet also, wenn wir kritisieren, dass in China ein Großteil des Stroms aus Kohlekraftwerken kommt, dann kommt dieser Strom auch in den Wasserstoff, in die E-Fuels. Und beim Wasserstoff wird 2 bis 3 Mal mehr Energie benötigt. Das heißt also auch 2 bis 3 Mal mehr Kohlestrom je 100 Kilometer am Ende im Verbrauch. Bei E-Fuels sieht die Rechnung nochmal ganz anders aus. Für E-Fuels brauchen wir 8 bis 10 Mal so viel Energie für 100 Kilometer. Das liegt eben an den, mit Verlaub und es tut mir leid, grottenschlechten Wirkungsgraden der Verbrennungsmotoren, die irgendwo bei 30, vielleicht im Idealfall bei 40% liegen. Dadurch muss natürlich für die Produktion von E-Fuels enormst mehr Energie aufgewendet werden. Und wer jetzt sagt, naja, das können wir ja in der Sahara produzieren, so wie es immer ganz gerne angenommen wird, wie bei Desertec. Und die können ja dann einfach dort produziert werden und dann rüber transportiert werden. Das macht die Ökobilanz eines solchen Kraftstoffes ja noch schlechter. Denn auf der einen Seite, natürlich kann ich es da produzieren. Nett wäre es mal, wenn man die Leute dort vor Ort fragt. Sinnvoller wäre es allerdings, wenn wir uns energiepolitisch einfach eher unabhängig machen von anderen Staaten und nicht ein weiter so propagieren und uns wie auch mit dem Öl von anderen Ländern abhängig machen. Denn sind wir realistisch, die Länder dort mit Wüsten, wo eben der Flächenverbrauch einer PV-Anlage keine Rolle spielt, das sind jetzt nicht gerade Länder, die politisch stabil sind und die für ihre Sozialleistungen bekannt sind. Also, bevor wir uns von diesen Ländern abhängig machen, sollten wir doch einfach gucken, dass wir vielleicht bei uns PV und Windkraft aufbauen. Setzen wir dann allerdings auf Wasserstoff oder E-Fuels, dann bedeutet das auch im Umkehrschluss 3 bis 8 Mal so viele Windräder, 3 bis 8 Mal so viele Solaranlagen. Selbst wenn wir die Fläche dafür haben, müssten dann eben die Bürgerinitiativen auch mal zurückstecken und müssten sagen, ja, das akzeptieren wir. Schauen wir uns eben auf die Ökobilanz dank des Transports, dann muss der Transport ja auch CO2-neutral vonstatten gehen. Das heißt, er müsste mit den eigenen Kraftstoffen funktionieren. Sowohl im LKW als auch im Schiff oder sonst irgendwo. Über tausende von Kilometern. Wenn also China jetzt eine CO2-Orientierung der Autopolitik macht, dann heißt es im Klartext, China stoppt die Subvention von Elektrofahrzeugen. China steigt aus der Elektromobilität aus. Ab 2025. China steigt voll in den E-Fuel-Verbrennungsmotormarkt ein. Wer jetzt glaubt, die Dinge passieren aus Zufall und die chinesische Regierung weiß nicht, was sie tut, ich glaube, der täuscht sich. Die Chinesen haben mit Elektromobilitätförderung
im Prinzip einen wahnsinnigen Druck auf den Weltmarkt erzeugt, der dazu geführt hat, dass wir in Europa praktisch uns vom Verbrennungsmotor trennen und lossagen. Und da muss ich ein letztes Mal einhaken, weil ganz im Ernst, China steigt nicht aus der Elektromobilität aus. Ja, China fährt seine Förderung der Elektromobilität zurück. Aber China hat ja, wie bereits erwähnt, auch eine Elektroautoquote. Das heißt, auf der einen Seite sind die Hersteller verpflichtet, eine gewisse Menge an Elektrofahrzeugen zu produzieren oder eben mehr Low-Consumption-Vehicles. Und auf der anderen Seite haben sie lange Zeit den Kauf von Elektrofahrzeugen gefördert, haben damit sozusagen die Entwicklung und die Marktdurchdringung angeschoben und können jetzt langsam Stück für Stück ihre Förderung zurückfahren. Das bedeutet noch lange nicht, dass die in den Verbrennermarkt einsteigen. Und jetzt machen die Chinesen eine Kehrtwende und wenden sich dem Verbrennungsmotor wieder zu. Jetzt, nachdem wir hier den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor geplant haben. Damit zeigt sich, dass unsere Regierung völlig planlos und konzeptlos unterwegs ist und die Chinesen, der wichtigste Leitmarkt der Welt, voll auf den Verbrennungsmotor als Zukunftstechnologie setzt und aus der Elektromobilität praktisch wieder aussteigt. Eigentlich bedeutet diese Aussage ja, China hätte uns nur etwas vorgemacht und hätte nur gewartet, dass wir den Verbrennungsmotor zu Grabe tragen, um dann selber darin einzusteigen. Tatsächlich sieht es doch aber so aus, dass viele unserer Hersteller, aus meiner persönlichen Sicht viel zu spät, aber viele unserer Hersteller sogar bekannt gegeben haben, aus der Entwicklung des Verbrennungsmotors auszusteigen. Ab 2024, ab 2025. Sollten die Chinesen also nun mit Verbrennungsmotoren ab 2025 kommen, dann könnte ja theoretisch Deutschland auch ganz einfach weitermachen. Dann hat man ja da noch gar nicht aufgehört. Denn die Entwicklung von Verbrennungsmotoren hat noch nicht geendet. Sie wird erst enden. Und ich glaube nicht, dass man einen 5-Jahres-Plan aufbaut, hunderte Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Dollar, Yen, Euro in die Elektromobilität pumpt, um jetzt schon zu wissen, dass man in 5 Jahren sich um 180 Grad drehen wird und dann womöglich seine eigene Industrie an die Wand fahren wird? Seine Firmen, die man ja mit diesem Kurs überhaupt erst groß gemacht hat? Das kann man natürlich hier in Deutschland noch einige Zeit verdecken und schönreden und drumherum reden, aber für mich ist dieses Papier eigentlich der Hammer und eine Bestätigung unserer bisherigen Politik. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass wir alles tun werden, um in Europa den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor zu verhindern und selbstverständlich auch auf dieses Dokument und die chinesische Politik an der Stelle verweisen. Und ich finde es ein Armutszeugnis der Bundesregierung, dass eine Oppositionspartei das tatsächlich in die Öffentlichkeit bringen muss und die Bundesregierung eine konträre Politik mit Förderung von Elektromobilität verfolgt. Also ich finde es persönlich ein Armutszeugnis, mit großem Tamtam ein solches Dokument zu zitieren und es dann aber nicht mal unter seinem YouTube-Kanal zu verlinken. Ich konnte leider bei der AfD-Fraktion nirgendwo einen Verweis auf dieses Dokument finden. Ich konnte immer wieder nur, wie von Herrn Spaniel, Zitate finden. Und das macht mich eben stutzig. Aber dafür gibt es uns ja. Sie sehen, wer steht an der Seite des Verbrennungsmotors, wer steht an der Seite der Arbeitsplätze, der bezahlbaren Mobilität. Das ist offensichtlich die AfD. Naja, wer steht an der Seite des Verbrennungsmotors, da gebe ich ihm recht, aber wer steht an der Seite der Arbeitsplätze und der bezahlbaren Mobilität, das wage ich doch ganz stark zu bezweifeln. So, das war eine kleine Aufarbeitung des kurzen Videos von Dirk Spaniel. Bei mir ist es tatsächlich etwas länger geworden, weil ich mich detaillierter eben mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder bei uns einschaltet oder wenn ihr einfach den Kanal abonniert und wenn ihr die Glocke klickt, dann natürlich werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao.